Hey Leute, ich bin Johnny. Willkommen zu The Hitlist im Mai. Gerade erst hat Katy Perry ihre brandneue Single Bon Appetit veröffentlicht und musste sich schon direkt harte Kritik über die Zusammenarbeit mit dem Rapper-Trio Migos gefallen lassen. Der Grund dafür: die Jungs von Migos haben gerade erst mit schwulenfeindlichen Aussagen für Aufruhr gesorgt. Meiner Meinung nach würde der Song auch gut ohne die Jungs funktionieren, aber das könnt ihr am besten jetzt selbst entscheiden. Viel Spaß mit den neuen Songs im Mai. Das waren die neuen Songs im Mai für euch. Ich hoffe, für jeden war wie immer ein bisschen was mit dabei. Falls ihr mein Eurovision Song Contest Special noch nicht gesehen habt, dann checkt das auf jeden Fall aus. Am besten bevor der ESC läuft. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder und im nächsten Video. Und würde sagen, bis dahin macht's gut und tschüss.